weiter geht es heute zum Abschluss der Woche nochmal mit der World Time Attack. Und ja, wir haben ja natürlich jetzt nochmal dreimal vier Runden, ist klar. Das ist meistens so zum Abschluss einer Serie. Und wir fangen jetzt an mit den Modern Series World Time Attack, vier Runden. Wir fangen an mit dem Red Bull Ring, Okutama, Shanghai, Silverstone. Let's go. Ja, ich bleibe aber auch bei dem R8, wenn ich ehrlich bin, dann bin ich ziemlich zufrieden mit. Und wir fahren jetzt ein Grand Prix, und zwar Reversed. Und das sind vier Runden. Wir stehen auf 3, unser Teamkollege auf 1. Und damit bin ich eigentlich ziemlich guter Dinge, dass wir einen relativ guten Anfang hier machen. Mit der ersten Runde. Kristen, was denkst du? Ich denke, es wird interessant, Alex. Eröffnungsrennen zeigen, aus welchem Holz ein Fahrer geschnitzt ist. Manche zeigen Nerven und halten sich erstmal zurück. Andere geben von Anfang an alles. Danke, Kristen. Es dauert nicht mehr lange und das Eröffnungsrennen kann losgehen. Bleiben Sie dran. Ja. Na dann, machen wir mal. Weil heute keine Zeit mit Technik, mal geht's um Position. Und der Start ist so gut gelungen. Wir sind dran und wir kratzen zumindest an den beiden Führenden. Oh ja, das sollte man natürlich sein. Wundere dich nicht, wenn du dafür attackiert wirst. Das war eine leichte Berührung. Da war ich schon vorbei an der Führung, an dem Führenden oder dran. An den Führenden muss ich aber zurückziehen. Das ist mein Teamkollege gewesen, den wollte ich nicht schon wieder abschießen. Jetzt haben wir den Angriff gesetzt. Sagt natürlich jetzt erstmal noch nicht, geht doch nicht mit dem letzten Risiko ran. Alter! Oh bitte, das ist doch dein Teamkollege. Ja, dann soll er bitte aber nicht so hart so bremsen bei der Kurve. Weißt du, der geht auch auf die Außenbahn und in dem Moment, wo ich angreifen will, geht der Matt in die Innenbahn zu. So, jetzt gehe ich auf. So. Haben wir zumindest schon mal den Kollegen hier angegriffen. So, wir können uns jetzt ein bisschen absetzen. Ich hab's versucht. Keine Antwort. Klar, keine Antwort, weil der jetzt... Guter noch, Start. Bleib an der Spitze. Weil sich juckt. Natürlich will der jetzt angreifen, will der versuchen vorbeizugehen. Ah, er lässt da, geht da ran und geht vorbei, tatsächlich. Und es ist auch selten, dass ich mal von dem Auto nochmal überholt werde, das ist das, was er da will. Jetzt hat er es wieder. Ja, ja. Hammerhart, aber gut. Sorry, 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 das war keine Absicht. Scheiße. Unser anderer Wagen hatte eine Kollision. Das war tatsächlich keine Absicht. Das habe ich ihm kaputt gefahren, das Rennen. Tut mir natürlich jetzt weh, dass der da vorne weggefallen. Das ist ein scheiß Auftakt. Zumindest für ihn. Also das war die Hälfte des Rennens. Das war, wie gesagt, nicht die Absicht, um ihn da jetzt ins Heck zu fahren. Er hat es ja versucht zu überholen und ich bin dann noch nicht vorbeigekommen. Ich wäre vorbeigekommen und dann wollte ich aber zu viel. Das nehme ich schon wieder auf meine Kappe. Die Antwort ist nein. Na klar, er muss hier wieder jetzt ein bisschen vorbei nach vorne kämpfen.
Klar wird ja mit Ellbogen rausgefahren. So, und für uns geht jetzt in die entscheidende letzte Runde. Das ist die letzte Runde. Werde dir den Sieg holen. Letzte Runde. Verteidige deine Führung. Ah, er arbeitet jetzt ein bisschen an sich nach vorne. Ist jetzt momentan auf 12 schon. Also weiß er, dass er es kann. Aber ja, ich hab ihm das Handy so ein bisschen versaut. Wenn ich ehrlich bin, wenn ich ihn jetzt hinter mir hätte in der Runde noch, würde ich sagen, dass ich das nicht ziehen. Aber das hätte er sich nämlich verdient gehabt. Aber ich krieg die Runde schon. Wenn ich wirklich halt habe, dass ich ihn irgendwann mal vorbeilassen kann, dann lässt sich ihn ziehen. So, vielleicht holt er so ein paar Pünktchen mit. Da fliegt meine Motorhaube. Und wir holen den Sieg, aber fair war es nicht. Zehnter ist er geworden am Ende noch. Ja, hat er nur ein Auto kassiert. Da hat sogar die schnellste Runde gefahren mit der 16.5. Also da war er definitiv heute der bessere Fahrer. Das habe ich ihm kaputt gefahren. Wenn er nämlich durch gewesen wäre, weggezogen wäre. Ja. Naja. Keine Sorge, Kollege, ich krieg da die Revanche kriegst du noch. Also wenn ich die Möglichkeit habe, ihn vorbeizulassen, dann mache ich das auch. So, Auftakt ist mehr oder weniger für uns gelungen. Und weiter geht's mit dem Okutama-Sprint. Klar, das ist nur eine Runde. Hallo Okutama, heute ist Renntag. Kristen, was müssen wir wissen? Also, in der Startaufstellung sieht man so einige bekannte Gesichter, von denen manche schon unglaubliche Rundenzeiten gefahren sind. Ob heute noch mehr geht? Ich bin schon gespannt. Ja. So, das Rennen hier... Entschuldige. So, wenn ich wirklich habe, wir sind jetzt auf jeden Fall... Oh, die Start ist ziemlich nicht gelungen. Wir sind ein bisschen verpennt. Ja, das wird auch dieses Rennen hier gelten. Hey, bleib lieber auf Abstand, egal, damit sich die Lage wieder beruhigt. Okay, angreifen. Ich geb's weiter. Okay, angreifen bestätigt. So. Ja, das ist ein netter Rennen, oder? Konzentrieren, diese Sprintstrecke, die liegt man nicht immer. Aber da kommen noch so ein paar Ecken, wo es echt eng wird. Aber wir können uns jetzt deutlich absetzen. Das meine ich hier, dieses Deck unnötige Wegdrehen. Klar, wir sind momentan
nicht weit weg vorne vom Rest des Feldes. Also müssen wir aufpassen, dass wir nicht noch gesnackt werden hier. Wir haben hier zwei Drittel des Rennens durch. Ich habe Anweisung gegeben, um eine höhere Position zu kämpfen. Angreifen scheint gerade nicht möglich zu sein. Ja, der will jetzt. Der will vorbei jetzt an uns hier, Junge. Wir haben ein Auto ziemlich am Arsch kleben. Oder zwei Autos sind sogar. Anders hat sie nicht, was mitgeht hier. Nur der Sieg. Und nicht kommen unter die ersten drei. Aber wir haben noch 10% ungefähr. Verstanden. Angreifen. Ich gebe es weiter. Nochmal. Okay, es wird angegriffen. Ja, gut, dass ihr auch nochmal einen kleinen Querschirm mit dabei habt. Harter Kampf, aber wir haben es geschafft. So. Gut, dann haben wir das schon mal geholt. Der Kollege ist, glaube ich, noch mit auf 9 noch gelandet. Und weiter geht's jetzt mit dem nächsten Rennen. Weiter geht's jetzt mit Shanghai, mit dem Wei Bai Du Wei. 4 Runden Rennen. Spannung liegt in der Luft und Shanghai freut sich auf das heutige Event der Grid World Series. Was erwartet uns hier, Kristen? Also, worauf man am meisten aufpassen muss, ist das Wasser auf der Strecke. Ich würde es lieber umfahren, aber wenn das nicht geht, muss man echt aufpassen, dass man nicht die Kontrolle verliert, weil es dir den Grip ruiniert. Danke, Kristen. Wir melden uns gleich zurück mit dem Start. Was wird das für ein Rennen werden? So, ein gutes, hoffentlich erfolgreiches Rennen. Und wir stehen auf 10 und 9 und hoffen, dass wir da jetzt auf zumindest ein Auto wieder nach vorne kommen, wenn wir nötiger müssen. Okay, angreifen. Ich versuch's weiterzugehen. Ja, ich hab das ja jetzt ein bisschen... Im Moment ist Angreifen nicht möglich. Ja, da hat sich ein Auto weggehauen, das war aber nicht wahr. Vorsicht, du hast dieses Auto einmal zu oft gerammt. Ja, das war... Ja, das passiert. Ich komme aber auch nicht raus in der Situation. Wieder lieber auf Abstand. Lass dich nicht aus dem Rennen werfen. Halt dich zurück. Du hast jemanden zur Weißglut getrieben. Oh ja, 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 die wollen aber auch gerade. Vor allem die hier, die junge Dame, die ist gerade ein bisschen sehr angepisst. Na, vorbeigehen kannst du momentan nicht. Jetzt bin ich mal vorbei.
Okay, da wird jemand nicht glücklich sein. Das könnte ein Konter geben. Gibt es nicht. Passt nicht. Passt. Der Teamkollege hat sich ein bisschen nach hinten gedreht. Ich bin momentan auf 15. Verstanden. Gebe Anweisung zum Angreifen. Ist sogar ein bisschen gestattet als wir. Okay. Angreifen aber bestätigt. Wir führen jetzt das Rennen an. Guter Start. Bleib an der Spitze. Solange die sich da hinten schön am Kriegen sind, weil sie da versuchen, mit Biegen und Brechern im Auto zu gehen, können wir uns absetzen. Du hast die Hälfte des Rennens hinter dir. Halbzeit, ja. Ja, und hier schmilzt gerade komplett unser Vorsprung, damit ich an der Wand hängen geblieben. Und eigentlich war der Abstand relativ gut. Na, da hinter uns ist alles rot. Oh, die junge Dame, die da so ein bisschen auch so aggressiv gefahren ist, ist jetzt 16 am Montag. Da der Typ, der auf 12 fährt. Okay, angreifen. Ich gib's weiter. Okay, es wird angegriffen. Ah, fahr noch ein bisschen nach vorne. So, letzte Runde. Letzte Runde. Bleib bis zum Ende in Führung. So, ja, außerdem kann Fehler machen natürlich jetzt so ein bisschen das Ding im Griff hier vorne. Ich möchte gerne noch das dritte Rennen hier gewinnen. Der Typ kommt nicht weg, der verschwächert sich, soll einen angreifen, aber kommt nicht ins Feld. Die Strecke ist auch nicht zum Überholen geeignet. Also 14 dann natürlich, da war zwischendurch auch 9 Mal. So, wenige Sekunden noch, dann haben wir das dann auch durch.
Auto vorne ist komplett zerlegt, wie man sieht. Aber es reicht, um trotzdem dieses Rennen zu gewinnen. So, letzte Rennen für heute. Beziehungsweise nicht mehr für heute, sondern noch für die Woche. Es geht in die alles entscheidende letzte Runde. Kristen, was denkst du gerade? Es war eindeutig ein spannungsgeladenes Event. Für einen Sieg darf man nichts dem Zufall überlassen. Ich achte vor allem auf einen der Teilnehmer. Mal sehen, wie es ausgeht. Nicht mehr lange und wir werden wissen, wie es ausgeht. Also bleiben Sie dran. So. So. Drei, auf der 3 wird Grenzen aus Zauber nochmal schon mal angekündigt. Ich habe Anweisungen gegeben, um eine höhere Position zu kämpfen. Du schon wieder hier. Angreifen scheint gerade nicht möglich zu sein. Ach du Scheiße. Ja, das ist ein Letzter, ne? So, Gott sei Dank sind wir mal vorbei an den beiden. Ich denke, um die Positionen auf der Treppe kann sich mein Siebenkollege kaum schaffen. Wir können es jetzt Gott sei Dank mehr. Verstanden. Angreifen. Gut absetzen. Auch hier sind vier und. Angreifen bestätigt. Du musst es abkürzen und zwar wirklich ein übelster Querschi, der drin ist. Das tolle ist erste Runde. Du bist in Führung. Okay. Zum Kollege nur auf Platz 8 momentan. Das ist bitter. Nur. Aber warum dreht er sich beim anderen, wenn sie so weggehen? Arbeitet sich jetzt ein bisschen rein ins Feld, wieder Fünfter also momentan, ne? Ja, aber ich hoffe, dabei ist doch ein, zwei, was passiert. Okay, angreifen. Ich versuch's weiterzugehen. Okay, es wird angegriffen. So, er hat jetzt
Zumindest schon mal einen im Auto geholt. Ja, ein weiteres Auto geholt. Jetzt ist er da nämlich in den 3 und 2. Jetzt ist er auf 3, jetzt ist er auf 2. Und ja, wenn ich die Möglichkeit habe, kann ich ihn vorbeiziehen, dass ich ihn das Rennen gewinne. Okay, du hast gerade die Hälfte des Rennens absolviert. Ich kann jetzt gerade nicht sagen, geh gerade nochmal an. Und ja, ich lasse ihn jetzt ziehen, tatsächlich. Das ist jetzt meine Überlegung. Das war jetzt tatsächlich bewusst, dass ich auf ihn gewartet habe, um mir für das Ding in Österreich wieder gut zu machen. Jetzt muss ich natürlich hoffen, dass ich nicht jetzt auf den zweiten ziehen lassen kann. So, vorbei ist jetzt. Ich bleibe jetzt hinter. Ich lasse ihn jetzt als quasi Sieger durch das Ding durch. Ich habe dir das Rennen in Österreich genommen. Dann darfst du mir denn, dass du das Rennen hier gewinnen. Dame, die da gerade so hinter mir rumgeistert, die gibt mir aber so auf den Nerven. Weil die auch ziemlich aggressiv überholen kann und sein muss. Das hat sogar leichte Berührung gegeben. Die wird auf jeden Fall heute unsere Serie reißen, wenn nicht, wenn er sich nicht noch wegdreht. Ja, aber ich denke, das wird mich ich werde ihn jetzt hier rausrennen lassen. Ich bin jetzt noch eine Runde hier in England. Boah, ich will da gar nicht vorbei. Das war nur wirklich ein übelster Rutscher. Letzte Runde. Versuch dir die Pole zu schnappen. Nee, versuche ich nicht. Oh, da fliegt die irgendwann eine Scheibe, glaube ich, oder was auch immer. Ich lasse dich vorne, Kollege. Sind auf 5 zurück, weil es da noch die Berührung mit dem anderen Auto gab. Ich habe nämlich jetzt wieder ein bisschen vor. So, jetzt bin ich wieder ein bisschen dran, ein bisschen vorbei. Das war, wie gesagt, ziemlich bewusst so. Unsere Serie reißt und wir haben es trotzdem geschafft, vorbeizukommen. So, Tim Kudelka hat die letzte Runde gefahren. Und ich hoffe, dass es vielleicht noch reicht, aber ich denke, von den Ergebnissen nicht mehr. Aber wie gesagt, ich habe mir das Rennen in Österreich genommen, da wäre er besser platziert gewesen.
Da mache ich das jetzt. Gut, dann haben wir's. Und dann gucken wir mal. Also auf 1 stehen wir auf alle Fälle und ich. Nee, es reicht nicht. Schade, aber es reicht nicht. Aber zumindest konnte ich mich so ein bisschen revanchieren. Nach dem Österreich-Rennen. Gut, dann machen wir Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann geht's mit der Trackday GT. Der Modern Series weiter.